Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Desolation. Wir sind hier unterwegs in Richtung Friedhof. Ich habe hier die Pokémon alle ein bisschen gelevelt. Sie sind schön Level 30 perfekt. Perfekter könnte es nicht aussehen. Alle exakt das gleiche Level, finde ich gut. Habe ich gut hingekriegt. Wir gehen jetzt jedenfalls zum Friedhof, von dem ich nicht 100% weiß, wo er ist. Irgendwo, ach, da unten. Ich glaube, ich weiß doch, wo er ist. Wir machen mal schnell hier. Da. Da dürfen wir jetzt nämlich rein. Ich muss aber noch eine Quest abgeben. Ich habe ja einen Typ gefunden. Hier geht's nicht lang. Hier? Hallo? Ah ja. Da ist das Ranger-Ding. Da kann ich eine von meinen Quests abgeben. Das möchte ich doch gerne machen. Guten Tag. Hä? Mit wem muss ich dann reden? Mist. Aber ich habe doch den Typ gefunden. Habe ich die schon abgegeben? Bin ich jetzt verwirrt? Habe ich vergessen, dass ich sie abgegeben habe? Okay, wir gucken nach. Ich weiß noch nicht, wo. Pokégear. Questlog. Was sind das? Das sind die Sidequests. Okay. Jareds Freund auf Route 2. Wer war das? Hier in dem Haus vielleicht? Bist du sein Freund? Ah ja. Okay. Oh, ein Wasserstein. Na gut, das nehme ich doch. Okay, das war gar nicht von der Ranger-Gilde. Gut zu wissen. Nun. Na gut. Dann können wir jetzt aber weitergehen Richtung Friedhof. Das wird lustig. Ich meine, es ist ja bald Halloween. Ein Stein. Da passt das doch gut. Was zum... Was war das, Geister? Geister! Okay. Sie haben gekämpft. Okay, er redet mit einem Kind. Er geht vor. Nein, er geht weg. Lässt er das Kind zurück? Er lässt das Kind zurück oder will das Kind nicht mitkommen? Okay. Da sind wir auf dem Friedhof. Guten Tag. Oh, Versammlung. Lauter Leute. Hi. Da ist wieder das Kind, das immer noch hinterherhängt und mich die ganze Zeit gruselig anguckt. Okay. Ein Geist. Oh. Hallo? Oh. Okay. Gibt es hier irgendwas zum Entdecken? Noch mehr Geister, mit denen ich allen nicht reden kann? Lauter kaputte Grabsteine. Wer hat denn die Grabsteine kaputt gemacht? Das macht man aber nicht. Das war bestimmt Team Crescent und deswegen sind die ganzen Geister so aufgebracht. Da ist ein Maracamba. Ich kann mir immer nicht merken, wie das heißt. Ich weiß ungefähr die Buchstaben, aber ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge sie gesagt werden. Nun. Hi. Das scheint traurig zu sein. Vielleicht muss jemand später danach sehen. Okay. Alles klar. Hier gibt es auch keine wilden Pokémon anscheinend. Aha. Ich will ja nichts verpassen. Kann ich denn hier die Grabsteine lesen? Die ganzen. Ah. Oh. Laufe ich hier nur im Kreis? Ne, da steht einer. Mit dem ich aber auch nicht reden kann. Die Musik ist ganz cool. Remix. Cool. Nova. Oh, hier stehen endlich mal Sachen drauf. Oh. Nur auf dem einen. Aber immerhin. Schiff. Tristan. Aurora. Hallo? Buh. Du, auf dein Grab, da stand auf einem dein Name auf einem von den Steinen. Weißt du das? Ist er tot? Du dachtest doch nicht wirklich, ich wäre einer von diesen gruseligen Typen. Oh bitte, habe ich denn niemals so ausgesehen? Ha,
Ich denke, du fragst dich, was ich hier tue. Ich würde sagen, ich besuche das Grab eines Freundes, aber das würdest du mir wohl nicht glauben. Die Weeping Hills sind natürlich mehr als ein normaler Friedhof. Viel mehr. Die Gerüchte sagen, dass hier die physischen Erinnerungen eines Individuums wiedererzählt werden können. Es zeigt dann diese Erinnerungen anderen Reisenden, indem es diesen Nebel zeigt. Wie übersetzt man ghostly ins Deutsche? Gibt es da eine deutsche Übersetzung? Kann man das deutsch übersetzen? Gespenstisch. Ah, danke. Ich dachte die ganze Zeit ein Geist, aber klar, Gespenst. Warum haben wir dafür zwei Worte? Okay. Gespenstisch. Das macht mehr Sinn als meins. Natürlich erklärt das die ganzen herumschwebenden Gesichter. Ich habe gehört, es kann noch viel realistischer werden. Also, pass auf. Oh ja, verwirrend. Ich frage mich, sag mir Miri, was hast du im Nebel gesehen? Du hast gesehen, wie zwei junge Jungs gekämpft haben? Das ist sehr kurios. Aber ich bin nicht überrascht. Du, bist wirklich interessant. Wie auch immer, weiter geht's. Dieser Eingang führt dich in die Tiefen. Dort findest du Illusionen, die viel bemerkbarer sind. Wer weiß, was du dort findest? Ich habe deine Frage nicht wirklich beantwortet, warum ich hier bin, nicht wahr? Ich bin hinter etwas her. Ich suche nach einem gewissen Objekt, von dem ich glaube, dass es hier sein kann. Ein Stein, um genau zu sein. Wer weiß, mit deinem Talent findest du es vielleicht vor mir. Sieh, der Rest ist ausgekratzt. Warum steht sein Name auf einem der Grabsteine? Hat das was mit dem zu tun, was ich hier gesehen habe? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nur Schlamm. Es ist nur Schlamm. Bestimmt. Es ist alles nur Schlamm. Hallo? Kurios. Warte. Einen Moment, okay? Ich habe das Gefühl, etwas liegt in der Luft. Da. Bist du das, Linke? Diese Jungen. Ich bin nicht überrascht. Erinnerst du dich an meine Erklärung der Weeping Hills und wie sie die Erinnerung von jemand zeigen? Nun, ich möchte gerne ein Beispiel für dich sein. Diese Erinnerung war meine, dachte ich mir schon fast. Einer dieser Jungs war mein Bruder, Keegan. Der andere war ich. Die Dinge waren damals viel einfacher. Keegan war nicht gerade der beste Kämpfer oder sonst in irgendwas der Beste. Ihn meinen Bruder zu nehmen, war schon an sich ein Nennen, war eine Beleidigung. Da meine Familie keinen Raum für Schwäche hatte oder Fehlschläge. Natürlich, da ich sein Bruder war, hat es nicht lang gedauert, bis er neidisch wurde. Nicht, dass ich ihm die Schuld geben würde. Er hat mich nie eingeholt, um ehrlich zu sein. Um genau zu sein, hat man überhaupt vergessen, dass er jemals an meiner Seite war. Genug davon, würde ich sagen. Wir gehen weiter, nicht wahr? Komm schon, es gibt einen speziellen Ort hier unten. Ich würde dir gerne mehr zeigen, Miri, wie auch immer. Du wirst herausfinden, dass die tieferen Höhlen in diesem Hügel ein Labyrinth sind. Pass bloß auf, wo du hintrittst. War das eine Drohung? Ich habe das Gefühl, das war eine Drohung. Oh, hi. Oh. Oh, ein verschütteter Eingang. Okay, zwei Wege. Oh, da geht's auch nicht weiter. Noch mehr verschüttete Sachen. Spannend. Gibt's hier noch was? Ach nein, da sind ja noch mehr Wege. Der führt ins Nichts anscheinend. Ah, nein. Die Dinge, die wir gesehen haben, denkst du, das sind Geister? Oh, gruselig, richtig? Sie sehen aus wie die Umrisse von Leuten. Weißt du, vielleicht sind sie Geister. Hast du Angst? Ich bin nicht mal überrascht.
Hey, wir sind mitten in einem Friedhof. Ich wäre nicht überrascht, wenn es hier unten Geister gibt. Du wärst blöd, wenn du nicht Angst hättest. Nun, wir haben einen Job zu erledigen. Also, stell dich nicht so an. Okay. Nun, hast du nicht gesehen, dass hier überall Flecken mit Blut sind? Nein, das ist Schlamm. Schlamm. Was denkst du, woher das kommt? Hm, das kommt wahrscheinlich aus meinen Ohren, da ich dir den ganzen Tag zuhören muss. Fies. Jetzt beeil dich, wir sind spät dran. Alle sind da schon. Die sind wahrscheinlich schon da. Oh nein, was macht ihr? Ich bin kein Angsthase, verdammt. Sie sagt das nur, um zu verdecken, dass sie selber Angst hat. Diese Gruppe ist so ein Müll manchmal. Warte, was zum... Hey, du! Verschwinde von hier. Verdammt, du siehst, nicht aus wie ein Trainer oder ein Geist. Du bist nur ein Zivilist. Warum bist du hier unten? Es ist nicht sicher für Leute wie dich. Ja, was auch immer. Tut mir leid, aber ich muss was erledigen. Was macht ihr hier unten? Was habt ihr hier unten vor? Team Crescent? Was war das? Willst du mir das erzählen? Ich glaube nämlich nicht, dass das gut ist. Fake Out hätte ich auch gerne eingesetzt, aber ich glaube, das wird nichts. Noch mehr Geister. Was soll das denn? Hast du eine Unlichtattacke? Sag mir bitte, dass du eine Unlichtattacke hast, ja. Oh, die haben alle Attacken, die zuerst treffen. Was soll das denn? Ein Geist. Gruselig. Alle sind Geister. Toll, verbrannt. Das ist so ein weiter Weg bis oben. Ich habe keine Lust zu heilen. Was? Wie hast du mich besiegt? Bist du nicht einfach nur ein ganz normaler Trainer? Oh Mann, ich weiß auch nicht. Wenn ich dich nicht besiegen kann, wie soll ich denn da unten auf mich aufpassen? Manche Leute sagen, Geister werden realistischer, wenn man weiter nach unten geht. Ich habe dafür echt nicht das Zeug. Okay, viel Glück mit was auch immer du hier tust. Ich verschwinde. Gute Idee. Ich würde auch gern verschwinden. Okay, das ist Schlamm. Falls ihr euch gewundert habt. Ah, das ist die andere Seite, okay. Ah, da ist ein Geist. Hallo. Hallo, Herr Geist. Habe ich denn was gegen Verbrennung? Habe ich nicht. Fantastisch. Habe ich was zum Heilen? Ich bin gut ausgerüstet eigentlich für dieses Abenteuer. Ich glaube, ich muss hier nochmal raus und Zeug kaufen. Sonst wird das nichts. Yay. Ja, ich weiß jetzt, wo es lang geht. Dann wird das nicht so ein weiter Weg sein. Bestimmt. Shit, ich weiß nicht mehr, wo ich herkam. Direkt verloren. Ach, von hier oben. Ah ja, ich erinnere mich wieder. Alles gut. Ich weiß, was abgeht. So. Müssen wir nur den Tunneleingang treffen und dann wird das was. Habe ich hier irgendwie Pokémon auf Null gestellt, weswegen die ganze Zeit nichts auftaucht? Ja, habe ich. Das ist sehr gut von mir. Vielleicht stellen wir das gleich auf dem Friedhof wieder an. Ich dachte, das wird irgendwie resettet, wenn ich die Route wechsle, aber anscheinend nicht. Ja, ich meine, dafür habe ich jetzt keine nervigen Pokémon, die ganze Zeit mich nerven und nervig sind. So, ich möchte gerne einkaufen gehen. Ich muss nämlich in ein unterirdisches Labyrinth. Fantastisch. Heil-Items, richtig günstig einfach. Ich habe nichts, das Verbrennung heilt. Sehe ich das richtig? Cool. Gegengift, Paralyseheiler und Aufwecker, aber nichts gegen Verbrennung. Super. Wie viele Pokébälle habe ich noch? Ah, ich habe so wenig Geld. Das ist immer das Problem am Anfang von einem Spiel. Ah, Credit Store. Nein, danke. Was sind denn das für Pokémon? Dafür gebe ich doch kein Geld aus. Was ist denn? Nee, danke. Außer es sind irgendwie Shinies oder so oder Regionalformen. Ansonsten will ich sie nicht. So, wir laufen eben durch die Höhle und dann mache ich gleich mal wieder an, dass ich Pokémon treffen kann. So.
Auf was kann ich da stellen? Was ist denn eine normale Encounter-Rate? Ich bräuchte da Anleitung dazu. Ist das jetzt wieder normal gesetzt? Ich sehe immer noch kein Pokémon. Hä? Okay. Ich weiß nicht. Ist einfach verbuggt und ich werde nie wieder Pokémon sehen. Das wäre lustig. Ich darf nur die Pokémon haben, die ich jetzt schon habe. Okay. Ah. Wobei es ja kein Aber. Hier gibt es richtig gute Pokémon, die ich auch definitiv nicht als Shiny möchte. Währenddessen. Okay. Ach, die zwei. Da. Komm schon. Eine Attacke und wir haben ihn endlich. Oh, bitte. Als wäre es so einfach. Attacke. Ja. Ha, verdammt. Die zwei haben da aber... Wie schön es bei ihnen ist, so im Sonnenuntergang, friedliche Stimmung, Blümchen. Und ich bin in einem unterirdischen Labyrinth auf einem Friedhof. Warum kann ich nicht da sein? Wir haben ihn besiegt. Alles dank dir. Yay. Feier das nur, solange du noch kannst. Du bist gar nicht so schlecht. Ha, das ist ja nett, zuzugeben, dass du verloren hast. Nun, du hast Glück, dass ich es dir einfach gemacht habe. Ich habe nur trainiert. Du, musst besser werden, wenn du einen Arena-Orden willst. Hey, nun, wenn Miri es geschafft hat, dann gibt es keinen Grund, warum ich es nicht kann. Dafür trainieren wir doch, richtig? Ha, komm schon. Es ist nicht so, als hätte ich mein echtes Team dabei gehabt. Nun, du hast ganz schön viel Zeit mit Rumheulen verbracht, weißt du das? Weißt du, kein Arena-Leiter braucht jemand, der ihm sagt, dass er stark ist. Das brauchst du doch gar nicht. Nicht jeder kann Arena-Leiter werden. Nun, willst du mich gerade aufmuntern? Hör zu, ich brauche nicht, dass jemand... Ach, du tust es schon wieder. Nimm einfach das Kompliment an, okay? Was auch immer. Du und deine Freunde sind wirklich nervig. Ich bin froh, wenn wir von hier verschwinden können. Ha? Von hier verschwinden? Warte, du gehst? Du kommst... Ach so, wenn wir verschwinden nur. Ohne ihn? Du kommst nicht mit? Ja, nein. Ihr habt ja überhaupt gar keinen Plan, um nach Sealeah zu kommen im Moment. Und so wie es läuft, weret ihr mit Adarines Pokémon darüber fliegen. Und um ehrlich zu sein, das, würde ich ihr sogar zutrauen. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber das Ganze ist total lächerlich, wenn das der Plan ist. Ihr könnt ja eure Leben wegwerfen, aber ich finde lieber einen anderen Weg nach Sealeah. Selbst wenn ich durch Blackview gehen muss und sie sehen muss. Hä? Du hast also Angst vor dem Dunkeln und vor Höhen, hä? Für jemand, der so tut, als wäre er tough, hast ganz schön viele Schwächen. Nun, du redest viel für jemand, der, für erst seit ein paar Tagen kämpft. Aber ich weiß nicht. Ich denke, ich bin froh, dich getroffen zu haben. Ich wusste gar nicht, dass ich ein ganz guter Lehrer sein könnte. Weißt du, du bist gar nicht schlecht. Ha, versuchst du nett zu sein? Ach, sei still. Mach es jetzt nicht seltsam. Hey, ich mach doch nur Witze. Ehrlich, danke. Wenn du mir nicht beigebracht hättest zu kämpfen, dann könnte ich nicht auf mich selbst aufpassen. Ich würde immer noch Ava und Miri runterziehen, weißt du? Ich schulde dir viel, Connor. Aber hey, tu nicht so, als wäre das der Abschied. Wir werden schließlich alle in Sealeah irgendwann sein. Ich denke, du hast recht. Ich könnte etwas Pause von Ava gebrauchen. Wie auch immer, wir haben genug Zeit hier verschwendet. Deine Freunde warten wahrscheinlich auf dich. Ich denke, du hast recht. Hey, viel Glück da draußen. Ja, als würde ich das brauchen. Nun, bis später, Scarlet. Hey, Connor, warte. Erinnerst du dich, daran, was ich dir über Vegier und Ava erzählt habe? Das Mädchen, das mit den seltsamen Kräften, nachdem sie Ava gerettet hat, hat sie mir etwas gesagt. Sie sagte, wenn ich die richtigen Entscheidungen treffe, dann könnte ich, weißt du, die Welt verändern. Ich könnte all diese Konflikte beenden, all das Leiden in Aerith. Ich dachte, das wäre nur so dahergesagt, aber es fühlte sich komisch an. Sie hat wirklich nur mit mir geredet. Ich weiß nicht. Ich habe nur viel darüber nachgedacht. Vielleicht soll ich sie wiederfinden oder so.
Vielleicht ist da mehr dran. Ich weiß nicht, Scarlett. Das hört sich irgendwie alles nach Schwachsinn an. Ich denke nicht, dass irgendeiner von uns besonders genug ist, um die Welt zu ändern. Der Ort hier ist einfach viel zu verkommen dafür. Das Beste, was wir tun können, ist, nach uns selbst zu schauen. Diese Nova-Person, sie macht einen Narren aus sich. Aber lass nicht zu, dass sie auch einen aus dir macht. Du bist nicht besonders, Scarlett. Niemand von uns ist es. Wenn wir es wären, dann würde das nur eine Zielscheibe auf unseren Rücken packen. Es wird mehr als eine Gruppe von halbguten Trainern brauchen, um all die Probleme in Aerith zu lösen. Du denkst, wir haben keine Hoffnung, die Dinge zu ändern? Nun, nichts ist nutzloser als unbegründete Hoffnung, Scarlett. Du hast gesehen, was Hoffnung Leuten angetan hat. Guck dir Kenneth an. Pass nur auf dich auf, Scarlett. Das war ein positives Gespräch. Toll. Schön. Ich gehe doch lieber wieder in den Friedhof, ins Labyrinth. Oh Mann, was haben wir denn hier? Ich hätte nicht erwartet, dich hier zu sehen, das ist sicher. Auch wenn ich an diesem Punkt nicht überrascht bin. Nova. Ha, wenn das nicht Miri ist, in den Tiefen der Weeping Hills. Wie kurios. Vielleicht war das, was ich in dir gesehen habe, doch richtig. Aber wenn du hier gleichzeitig mit Schiff bist, dann... Ha, ich verstehe. Also, wie ich erwartet hatte, müsst ihr zusammenarbeiten. Trotz meiner Warnungen hat Schiff dich zuerst gekriegt. Das ist unglücklich. Was auch immer der Fall ist, ich habe das Gefühl, dass du auf dich aufpassen kannst, Miri. Also, du solltest das wissen. Du solltest Distanz wahren zu Schiff. Nur so kannst du sicher sein. Nach allem, was er getan hat, möchtest du schließlich nichts mit ihm zu tun haben. Außer du hast einen Todeswunsch. Natürlich. Nun, wenn ich dir sagen würde, dass du mir stattdessen vertrauen solltest, dann muss ich noch etwas aufholen, richtig? Natürlich, wie solltest du mir vertrauen können, wenn du mich nicht kennst? Dann sollten wir nochmal neu anfangen. Ich bin Nova und ich bin ein Mitglied von Team Crescent. Klasse, cool, sympathisch. Oh nein, nein, komm schon, Miri. Natürlich hast du das Gefühl, dass wir die Bösen sind oder so. Baron ist vielleicht ein Bösewicht, klar. Niemand kann kontrollieren, was dieser Narr tut, aber der Rest von uns, wir sind anders. Ich verstehe, dass das Ganze mit Ava dir vielleicht den falschen Eindruck vermittelt hat, aber du musst uns zumindest zuhören, einmal zumindest. Crescent ist vielleicht eine kriminelle Organisation, klar, aber das, was wir erreichen wollen, das ist wirklich nobel. Wir sind gute Leute, Miri. Wir alle. Das denken alle Bösewichte von sich, glaube ich. Aber okay. Und wir haben schließlich dasselbe Ziel. Wir wollen nur, dass alles besser wird, weißt du? Frieden, Wohlstand, Glück. Wir wollen eine Welt kreieren, wo Leute frei leben können, ohne Leid. Eine Welt, die nichts als eine Fantasie ist. Kannst du dir sowas vorstellen? Kannst du es sehen? Vielleicht nicht. Für die meisten Leute sind Ziele wie diese einfach nur verrückt. Aber wenn du die Idee erstmal in deinem Kopf hast und unseren großen Plan, dann wirst du es vielleicht sehen können. Natürlich kann ich nicht ignorieren, dass du mit Schiff hierher gekommen bist. Es scheint so, als hätte er dein Vertrauen geweckt, zumindest ein bisschen. Und wenn das der Fall ist, dann hast du keine Ahnung, wer er ist. Vielleicht... Dann, indem du ihn durch diese Tiefen folgst, wirst du sehen, wer er wirklich ist. Du kannst schließlich seine Erinnerung sehen. Dann wirst du sehen, dass er das Monster ist und nicht wir. Vielleicht, nachdem du gesehen hast, welche Welt er zerstört hat, hast du mehr Lust auf die ich kreieren möchte. Schließlich ist die Macht, die es braucht, um eine neue Welt zu erschaffen, für jeden da. Mal sehen, wie das hier läuft, hm? Okay. Na, das hört sich ja witzig an. Ich würde aber sagen, das gucken wir uns in der nächsten Folge an, wie das so läuft.
Bis dahin macht es gut und Mirio.